Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Videoclip zum Thema Gefahr aus der Pfütze. Ja, kurz vorab, man sieht meine Augenringe, das ist jetzt nicht nach vielen durchzechten Nächten. Ich habe mir irgendwas Blödes ins Auge gerieben, scheinbar irgendwas eingefangen und ja, dabei sind wir schon bei dem Thema Viren, Bakterien und Co. Ich habe allerdings nicht in irgendwelchem Brackwasser gebadet. Gefahr aus der Pfütze. Was ist da jetzt genau an gefährlichen Sachen drin? Relativ harmlos sind sogenannte Zerkarien. Zerkarien sind Larven von Saugwürmern, die in der Regel oder eigentlich haben die Wildvögel, die Wasservögel als Wirte. Und diese Larven warten halt im Gewässer auf Wasservögel und heften sich dann an die dran, dringen in die ein, durch die Haut. Und ja, so haben die lieben Vögelchen dann auch Würmer, Saugwürmer. Hunde, Menschen, andere Tiere sind Fehlwirte. Das heißt, die Larven und Würmer können in diesen Wirten nicht überleben, sterben dann ab. Dringen aber trotzdem durch die Haut ein. Das heißt, also die Vorstellung ist ja schon gar nicht so schön. Die Zerkarienlarven dringen durch die Haut ein, sterben ab. Das verursacht einen mehr oder weniger extremen Juckreiz. Also wenn Hunde sich nach dem Baden oder Schlammbaden besonders doll jucken, dann liegt das normalerweise an diesen Zerkarien. Nicht weiter gefährlich. Sie sterben in der Haut, also nichts, was jetzt irgendwie zu extremen Krankheiten führen kann, aber trotzdem eine unangenehme Geschichte mit diesem Juckreiz. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Wurmeier. So, es muss dafür nicht unbedingt jetzt irgendwie ein Hund seine Hinterlassenschaften direkt in der Pfütze oder im Gewässer hinterlassen haben. Es geht auch durch Einspülungen von Regen, dass Hundekot oder Kot von anderen Tieren in die Pfütze gelangt, in das stehende Gewässer gelangt und sich da dann die Wurmeier befinden. Also die Gefahr, dass Wurmeier aufgenommen werden, ist halt beim Trinken aus abgestandenen Pfützen, aus stehenden Gewässern größer als aus Fließgewässern. Bei Fließgewässern wird halt alles gleich abtransportiert, was da in dieses Gewässer reinkommt. Somit ist die Dichte der Besiedelung mit Keimen oder auch das Vorkommen von Wurmeiern und anderen Parasiten nicht so groß wie bei stehenden Gewässern und Pfützen. Was zunehmend in Pfützen stehenden Gewässern vorkommt, das ist eine Besiedelung mit Darmbakterien. Darmbakterien, die in der Regel, natürlich kann das auch durch eingespülten Kot kommen, aber vor allen Dingen auch durch Gülle aus der Landwirtschaft in ländlichen Regionen vorkommt. Von daher, gerade an Feldwegen, gerade zu der Zeit, wo gedüngt wird mit Gülle, ist es wirklich so, dass da viele Darmbakterien in den Pfützen stehenden Gewässern enthalten sind und das kann schon mal krank machen. Also es sind krankmachende Darmbakterien auch, die da drin sind und von daher gibt es da dann schon eine Gefahr für Durchfall und andere unschöne und für den Hund echt lästige Erkrankungen. Nicht unbedingt jetzt lebensbedrohlich, aber schon sehr lästig. Etwas mehr als lästig und schwer in den Griff zu bekommen sind Giardien. Giardien werden auch in Pfützen entstehende Gewässer eingespült und vermehren sich da dann unter Umständen auch die Giardienzysten, also das Ei- oder Larvenstadium der Giardien. Wird dann durch das Trinken von Hunden aufgenommen und die Hunde können dann eben auch durch Giardien befallen werden. Giardien sind schwer zu bekämpfen, das heißt, wenn ein Hund einmal unter einer starken Giardienbesiedelung leidet,
dann ist das in der Regel nur mit extremen Wurmkuren und Antibiotika in den Griff zu bekommen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Hund, auch wenn er selber keine Symptome mehr zeigt, trotzdem Giardienausscheider ist. Eine durchaus lebensbedrohliche Bakterie, die in den Pfützen in stehenden Gewässern vorkommen kann, gerade wenn es wärmer ist, das sind die Leptospiren. Die Krankheit Leptospirose ist in der Regel, wenn es nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird, auch tödlich, muss man leider so sagen. Das Gute ist, gegen Leptospirose kann man impfen. Ist eine jährliche Impfung, also es muss jährlich aufgefrischt werden. Am Anfang 2 Impfungen im Abstand von, 14 Tagen. Und damit ist der Hund dann weitestgehend geschützt gegen Leptospirose. Ich sage weitestgehend, weil spätestens nach Corona wissen wir, keine Impfung bietet einen 100%igen Schutz. Also es kann trotzdem sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch vorkommen, dass ein Hund trotzdem Leptospirose hat. Aber das ist so unwahrscheinlich, das ist zu vernachlässigen. Also das ist auch eine Impfung, die ich sehr empfehle, wenn man mit seinen Hunden öfter mal draußen ist, was man ja täglich sein sollte. Und wenn man viel, vor allen Dingen in Wald und Wiesen unterwegs ist, dann finde ich das eine sehr sinnvolle Impfung, die dann auch wirklich regelmäßig durchgeführt werden sollte. Andere Dinge, die in Pfützen und stehenden Gewässern zunehmend vorkommen, sind chemische Rückstände aus der Landwirtschaft. Das können natürlich Pestizide sein, Düngemittel, alles Mögliche, was da so eingespült werden kann. Genauso aber Diesel, Öl, Motorenöl, was auch durch Fahrzeuge in den Wiesen, in die Pfützen gelangen kann und in stehende Gewässer. Also das ist auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und das Gute ist, bei Diesel, Öl und solchen Geschichten sieht man, dass da so ein silberner Film auf der Pfütze ist, dass da solche Schlieren sich gebildet haben. Bei Düngemittel, Pestiziden natürlich weniger. Ja, jetzt haben wir einige Dinge aufgezählt, die so vorkommen können in Pfützen und die gefährlich sein können für Hunde. Ich muss sagen, ich lasse trotzdem meine Hunde aus Pfützen stehenden Gewässern trinken, unter der Voraussetzung, dass sie eben nicht in der Nähe von Feldern unmittelbar liegen und dass das Wasser nicht schon wochenlang da steht. Also stehende Gewässer. Aber ja, ich mache es halt so. Also das ist ein Risiko, das jeder für sich selbst einschätzen muss. Was ich sagen muss, ist, es ist allerdings so, dass Giardien, Wurmeier, also Giardienzysten, Wurmeier und andere Parasiten nahezu überall vorkommen können. Also natürlich, nicht schönreden jetzt, in Pfützen mit abgestandenem Wasser bei Wärmeeinwirkung ist die Gefahr deutlich größer. Das ist so. Aber sie können sonst auch fast überall aufgenommen werden, diese Dinge. Und ob ein Hund dann daran erkrankt, ist letzten Endes nicht eine Frage dessen, ob er das aufnimmt, sondern wie er damit fertig wird. Und ein gesunder Hund mit einem gesunden Immunsystem, einer gesunden Verdauung, sollte zu einem großen Grad mit diesen natürlichen Belastungen fertig werden. Das ist auch was, was mir wichtig ist, wenn ein Hund häufiger mal unter Wurmbefall leidet, wenn ein Hund häufiger mal andere Parasiten irgendwie mit sich rumträgt, bakterielle Infektionen hat, aber auch bei viralen Infektionen, dann macht es Sinn, sich die Verdauung insgesamt anzugucken und das Immunsystem zu stärken. Von daher finde ich einen möglichst natürlichen Umgang mit diesen Gefahren wichtig. Wie gesagt, Impfung, Leptospirose finde ich mega wichtig, weil es einfach tödlich enden kann und ja, also das Risiko möchte ich persönlich nicht eingehen, muss jeder für sich selbst wissen.
Und das andere ist natürlich Gewässer irgendwie in unmittelbarer Nähe von landwirtschaftlich genutzten Flächen. So, das schließe ich für mich aus, weil da eben das Risiko ja, dann für mich nicht überschaubar ist. Aber ich sag mal, so eine Pfütze irgendwie mitten im Wald nach dem Regen, da lasse ich die Hunde schon ran. Das ist so. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, alles für den Hund und auf bald.